Die dritte Staffel ist endlich da und das ganze Internet dreht durch. Alle sind wieder im 80er-Jahre-Fieber, doch Alfie und ihre Freunde müssen sich erneut den dämonischen Kreaturen der Schattenwelt stellen. In Hawkins wird eine neue Mall eröffnet und der Bürgermeister lässt sich dafür feiern. Die Kinder sind nun Teenager und so langsam spielen auch Themen wie die erste Liebe eine wichtige Rolle. Doch die romantische Stimmung kippt, als Alfies Vergangenheit auf den Plan tritt und die Kinder wieder unliebsam in die harte Realität zurückbefördert. Denn der Gedankenschinder spricht zu Alfie und droht ihr damit, eine brutale Armee schrecklicher Kreaturen auf sie loszulassen. Achtung, ab jetzt kann es zu Spoilern kommen. Seid also gewarnt. Doch was erwartet uns in der dritten Staffel? Unsere Helden müssen erstmal mit den Problemen Heranwachsender fertig werden. Eleven und Mike verbringen viel Zeit miteinander, doch anders als Max und Lucas schließen sie dabei ihre Freunde aus. Mike verbringt immer weniger Zeit mit Lucas und Will, besonders Will macht das ziemlich zu schaffen, denn er sieht die Gruppe langsam zerbrechen. Mike und Lucas haben eine Freundin und Dustin kapselt sich langsam von der Gruppe ab. Doch jetzt wird Alfie wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt, denn Billy wird befallen und von dem Mindflayer aus der Schattenwelt kontrolliert. Denn als Will von dem geheimnisvollen Wesen kontrolliert wurde und Alfie das Portal geschlossen hat, blieb eben jenes in unserer Welt zurück. Und so beginnt der grausame Plan des Mindflayers Gestalt anzunehmen. Denn immer mehr Menschen werden von Billy und seinen Anhängern infiziert. Das Ziel ist es, ein gigantisches Schleimmonster zu basteln, das Alfie aus dem Weg schaffen soll. Dann entdecken Erica, Dustin, Steve und Robin, dass hinter der erneuten Öffnung des Portals eine Gruppe Russen steckt, die sich unter der neuen Starcourt Mall verstecken und Experimente machen. Zum Ende hin müssen sich unsere Helden in eben jener Mall dem Schleimmonster des Mindflayers stellen. Währenddessen sollen Joyce und Hopper die Maschine zerstören, die das Portal offen hält. Dabei stirbt Hopper jedoch, was das dramatische Ende des Finales darstellt. Auch Billy stirbt, während er das Schleimmonster stoppt und das Portal schließt sich, was das Schleimmonster scheinbar zerstört. Auch scheint Alfie ihre Kräfte zu verlieren. Sie wird von Joyce adoptiert und gemeinsam ziehen die Byers mit Alfie aus Hawkins. Will und Alfie müssen ihre Freunde zurücklassen und Jonathan muss sich von Nancy verabschieden. Am Ende erfahren wir, dass die Russen ihre Experimente in Kamtschatka fortführen. Ein Mann soll dann aus seiner Zelle geholt werden, wobei einer der Soldaten dann meint, es solle nicht der Amerikaner sein. Ein anderer Mann wird dann in eine Zelle geführt, wo er von einem Demogorgon gefressen wird, dem Bösewicht aus der ersten Staffel. Jetzt stellen sich viele Fans einige Fragen, zum Beispiel, ob es denn überhaupt eine weitere Staffel geben wird. Die Duffer-Brüder, die Schöpfer der Serie, sagten bereits, dass es 4 bis 5 Staffeln geben könnte. Die nächste Frage ist die nach dem Amerikaner in Kamtschatka. Könnte das vielleicht Hopper sein? Könnte er die Explosion doch überlebt haben und wurde er von den Russen gefangen genommen? Oder ist er vielleicht im letzten Moment in das Portal gesprungen und in der Schattenwelt gelandet? Vielleicht haben die Russen ihn dann befreit, immerhin haben sie auch einen Demogorgon, den sie möglicherweise trainieren könnten. Vielleicht könnte es dann auch zu einem Krieg kommen, denn bereits im Finale der dritten Staffel treffen Soldaten beider Armeen aufeinander. Die nächste Frage ist, was mit Alfies Kräften passiert ist. Immer wieder versucht sie ihre Kräfte zu testen, doch die scheinen sie verlassen zu haben. Möglicherweise wird sie diese in einer weiteren Staffel zurückbekommen. Doch fürs Erste müssen Fans und Eleven selbst damit leben, dass sie keine übernatürlichen Kräfte mehr hat. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wann kommt die nächste Staffel und wird es einen Zeitsprung geben? Die Produktion einer Staffel dauert mittlerweile bis zu 2 Jahre. Die Darsteller jedoch bleiben in der Zeit nicht stehen und werden älter. Somit wäre der Lucas-Darsteller Caleb McLaughlin in einer potenziellen 4. Staffel schon 17 Jahre alt. Das bedeutet, die Figuren haben neue, ganz andere Probleme. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass sowohl Eleven als auch Will umgezogen sind. Bisher haben wir noch nicht erfahren, wohin denn die Familie eigentlich gezogen ist. Möglicherweise sind sie nicht weit weg in einer Nachbarstadt. Dennoch hat die Gruppe rund um Mike die beiden nicht mehr so oft um sich. Auch Nancy muss sich von ihrem Freund verabschieden. Auch sie wird sich sicher irgendwann mit der Tatsache abfinden müssen und wieder nach vorne sehen. Doch bis es weitergeht, müssen wir wohl oder übel auf die nächsten Folgen und die nächste Staffel warten.